Unser nächster Presenter ist mein Freund, der Alex Speckmann. Der Alex Speckmann ist ganz aktiv in der Dingfabrik in Köln. Das ist ein Fab Lab, einer der bekanntesten Fab Labs vielleicht auch in Deutschland. Der hat gerade seine Masterarbeit beendet an der FH Köln über das Thema praktisch, wie man den 3D-Druck im Hausbau einsetzen kann, wie man ihn einsetzen kann, um Immobilien heute, aber auch in der Zukunft eben damit zu erstellen. Da freue ich mich auf den nächsten Vortrag. Ansonsten ist der Alex Gründer. Er ist gerade dabei, einen Webshop zu etablieren für 3D-Druckmaterialien und ist sonst auch Geschäftsführer in einer Designagentur. Hat auch noch weitere Projekte. Das ist ganz spannend. Und jetzt freue ich mich auf jeden Fall auf den Vortrag. Wie können wir Häuser aus 3D-Drucker bekommen? Und wann vor allen Dingen? Ich bin mal gespannt, was wir da für Antworten bekommen. Danke. Ja. Vielen Dank, Dean, für die Anmoderation. Das war schon wieder alles viel mehr lobendes Wort, als tatsächlich zutrifft. Diese Masters-Thesis ist jetzt nun auch schon 3-4 Monate her. Ich habe mich da mit Anwendungsbeispielen der generativen Fertigungstechnologie im Bauwesen auseinandergesetzt. Warum haben wir das gemacht? Ich habe an der Fachhochschule Köln studiert, auch 3 Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter hat man ja meistens die Aufgabe, nicht zu entwickeln und zu forschen, sondern Gelder zu akquirieren. Und das war auch tatsächlich was, was mir immer große Freude gemacht hat. Wie der Dean gerade sagte, tanze ich gern auf vielen Hochzeiten und bin sehr umtriebig mit Ideen. Und 3D-Druck vertieft durch die Dingfabrik, durch die Tätigkeiten da, aber auch im Bereich Fertigungstechnik, im Maschinenbau auch ebenfalls kennengelernt und sich damit ein bisschen auseinandergesetzt, hat sich als Themengebiet angeboten und inspiriert durch den Immobilientag der Stadtsparkasse Düsseldorf, die mich eingeladen hat, einen Vortrag dazu zu halten, habe ich dann gesagt, gut, dann sattel ich da mal auf und trage mal zusammen, wie denn eigentlich der aktuelle Stand in Forschung und Technik ist in diesem Bereich. Vieles von dem, was es gleich zu sehen gibt, werdet ihr aus Blogs, aus Presseartikeln und so weiter schon kennen. Ich habe es einfach nur mal gebündelt zusammengetragen, um so einen Stand abzubilden. War zumindest dann ein wesentlicher Teil der Arbeit und das wollte ich mal zusammengetragen haben. Das, was natürlich auch am naheliegendsten vielleicht am Anfang, insbesondere mit 3D-Druck ist Prototyping. Im Bauwesen selber brauche ich Funktionsprototypen, die testbar sind. Also bin ich eigentlich unmittelbar im Direct Manufacturing, im direkten Herstellen des Produkts, damit es auch wirklich testbar ist in der Funktion. Im Architekturmodellbau finde ich bereits hier ja schon eine riesengroße Auswahl an unterschiedlichsten Drucker, die ich einsetzen kann. Was dabei nur auffällig war, ist, dass es derzeit noch kein Gerät gibt, bei dem ich Farbe, Opazität bzw. Transparenz, Reflexionsgrad und Spiegelung und die Oberflächenstruktur wirklich selektiv innerhalb des Modells variieren kann. Im Bereich Direct Tooling gibt es tatsächlich ein Anwendungsbeispiel, aber auch tatsächlich nur eins, was zumindest so in der Presse dann publiziert wurde. Hier von der Firma 3D Alize und Brühl, die mit einem X1-Drucker Sandformen produziert haben und damit Betonabgüsse gemacht haben. Wie gesagt, auch hier erst im Prototypenstadium. Es war jetzt nicht die Rede davon, dass das bereits praktisch erprobt sei, aber vom Grundprinzip her sieht das schon sehr praktikabel aus. Der Vorteil hinterher bei dieser Form ist, die muss nicht umständlich entkernt werden. Ich kann es hinterher mit dem Hochdruckreiniger wegspülen. Ich habe Formsand und kann das dann mit dem Hochdruckreiniger wegspülen. Insbesondere für komplexe Geometrien, die ich verschalen muss, mit Sicherheit eine spannende Technologie. Schade, dass es da bislang erst einen Versuch gibt, was aber mit Sicherheit auch mit den Kosten zusammenhängt, die derzeit eben bei so großformatigen Drucken in Formsand und so weiter dann anfallen. Das lohnt sich dann vielleicht eher für teure Stahlerzeugnisse, Stahlgusserzeugnisse im Betonbereich vermutlich noch nicht so. Wobei das natürlich auch immer so ist, dass dann Designer dieses Potenzial auch erst erkennen müssen, um dann Anforderungen entsprechend zu stellen, die dann ein Bauherr auch erfüllt sehen will, wenn er dann sich für ein Budget entscheidet. Im Bereich Indirect Tooling war gar nichts zu finden, also die Produktion eines Positivs, das wieder abgeformt wird, um dann das Werkstück aus der Form zu erzeugen, macht ja vor allen Dingen auch dann Sinn, wenn ich mehrere Werkstücke aus einer Form dann erzeugen möchte. Wäre aber auch im Bereich von Fassadentechnik und so weiter sehr gut vorstellbar, auch im Bereich von Mauersteinen, wo ich nicht jedes Teil individuell haben möchte, was wäre die große Stärke des 3D-Drucks dann ist, der generativen Fertigung, sondern wo ich dann auch mehrere Gleichteile innerhalb einer Struktur habe und benötige. Aber der spannende Teil, das Direct Manufacturing.
Fangen wir mit Kunststoff an. Kennen wir eigentlich alle am besten von den Druckern, zumindest sind es die erschwinglichsten Geräte. Dadurch werden wahrscheinlich auch die meisten von Ihnen, von euch hier Kontakt genau mit solchen Geräten gehabt haben. Sehr bekanntes Projekt, der Karma-Marker, das Kanalhaus von Dus Architects in Amsterdam. Hat sich sogar Obama bei seiner Niederlandreise angeschaut, wie in der Presse verlautet wurde. Die Idee von Dus Architects, die das Ganze als Forschungsprojekt auch schon länger betreiben, auch für das Forschungsprojekt in Summe länger brauchen, dabei aber auch spannende Zwischenergebnisse erzielen, war das Modell am Computer zu entwerfen, klar, dann in klein erstmal als Prototyp abzubilden, um das Ganze danach in diesem mit Ultimaker zusammen in Kooperation entwickelten großen Drucker im umgebauten Seecontainer umzusetzen. Mittlerweile ist ein zweiter Seecontainer dazugekommen, ein zweiter Drucker. Man testet unterschiedliche Materialien, das Verfahren selber ist natürlich in der Lage, besonders gut Hohlstrukturen zu erzeugen. Also jetzt eine großvolumige Wand in einem Stück aus Kunststoff zu machen, ist ja erstens nicht sonderlich sinnvoll und zweitens in der Technologie auch gar nicht so wunderbar machbar. Aber genau mit diesen Kammern kann man sehr schön experimentieren, die mit Beton verfüllen, die beispielsweise mit mycelversetztem Stroh verfüllen als ökologischem Dämmmaterial. Mittlerweile sind die bei der Materialwahl auf einen Hotmelt, also einen Heißkleber von 3M gestoßen, der sich wohl mit am besten verarbeiten lässt. Zumindest war das so der Stand auf deren Webseite. Die ganzen Erkenntnisse hier raus oder das, was ich an Informationen zusammengetragen habe, sind in der Regel Pressemitteilungen und frei verfügbare Online-Geschichten. Insofern sind die Quellen auch immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber grundsätzlich ist da, glaube ich, schon einiges, was mindestens als Inspiration dienen kann. Gehen wir nochmal weiter ins Experimentelle. Swarmscapers. Das Besondere an dem Ansatz ist die Überlegung, dieses generative Fertigen über einen Roboter-Schwarm, einen Schwarm von Kleinstrobotern zu lösen. So hat man gesagt, die Funktion, die Schicht aufzutragen, die Schicht selektiv zu verfestigen und das, was hinterher nicht verfestigt sein soll, wieder zu entfernen, teilt man auf drei Mini-Roboter auf. Also eine Raupe im Prinzip, die verteilt, ein Gerät, was einen Binder ausbringt in irgendeinen Granulatwerkstoff, in diesem Fall waren es Holzspäne und Holzleim, und einen Staubsaugerroboter. Und so wurde dann im Schwarm das Ganze gemacht. Wir reden hier von einem Versuchsstadium, auch ein kurzfristiges Projekt. Ich meine, bei Instructables sei angegeben, von den Studenten selber dort online gestellt, dass sie 2 oder 3 Monate Zeit hatten für diese studentische Projektarbeit, dafür diese kleinen Geräte auf die Beine zu stellen, ist in einem Dreierteam auch schon eine ganz ordentliche Leistung. Etwas weitergetrieben, aber auch in einem ähnlichen Zeithorizont, haben das Studierende im Bereich der Open Thesis am Institute of Advanced Architecture of Catalonia, IAC, in Barcelona, mit den Mini-Builders. Gleicher Ansatz, auch wieder Schwärme von Robotern sollen eingesetzt werden, auch die funktionale Trennung in unterschiedliche Aufgabenbereiche. Es gibt den sogenannten Foundation-Robot, der erstmal eine Grundstruktur aufbringt. Die schwarze Linie stellt dabei den Pfad dar, den der Roboter abgeht. Aber eine Orientierung eines Roboters kann ich natürlich auch anders lösen. Die Versorgung mit Energie und Material erfolgt über eine zentrale Versorgungseinheit. Danach kommt ein Grip-Robot, der aufgeklemmt wird und dann die Wand weiter vervollständigt. Und das, was ich schon als Produkt alleine total interessant finde, ist der danach folgende Vacuum-Robot, der sich auf der Oberfläche festsaugt, um damit die Wandstärke zu erhöhen. Und das könnte ich natürlich dann auch beliebig erweitern, aber bereits so ein Produkt könnte interessant sein, um beispielsweise Stuckarbeiten an Fassaden zu machen oder mit schäumenden Isolationsmaterialien zu arbeiten. Da haben wir beispielsweise an der FH Köln, oder zumindest in meiner Zeit wurde das begonnen, ein Forschungsprojekt gemacht, mit schäumendem Material 3D zu drucken. Wenn ich sowas auf so eine Robotertechnologie übertrage und das natürlich auch noch zu einer Marktreife führe, 3-Monats-Projekt, kann das sehr spannend sein. Ein anderer interessanter Ansatz, den das Team von Tridom verfolgt, ist Baukräne, konventionelle Baumaschinen umzurüsten zu 3D-Druckern. Die Feinpositionierung des Druckkopfes hier unten wird dann durch einen Tripod gelöst. Das Ganze wird an einem Baukran aufgehängt. Das Ding ist noch den Funktionsbeweis schuldig. Aber die Grundidee ist schon mal interessant. Zu sagen, ich nehme eine Baumaschine und unter Umständen muss ich auch auf die Steuerung der Baumaschine einwirken. Oder ich sage, na gut, wenn die Baumaschine zufällig die Position trifft, wo was ausgetragen werden muss, dann gleiche ich mal eben aus und mache das. Wie das bei Windlast funktioniert und so weiter. No? Also wir reden auch von einem sehr frühen Stadium, aber einem interessanten Konzept. Gehen wir zu den elaborierteren Sachen.
die auch schon eher nach Struktur aussehen, die dann relevant werden könnte. In Loughborough an der Universität dort in Großbritannien arbeitet man auch schon seit längerer Zeit mit Betonextrusion. Ich glaube, seit 2007 ist man da intensiver in dem Themengebiet unterwegs. Die nutzen hier einen sehr dünnflüssig eingestellten Beton, erreichen damit eine recht gute Auflösung tatsächlich schon. Neben den eigentlichen Fragen, wie muss das Material eingestellt sein, mit welchen Druckgeschwindigkeiten, Druckparametern muss das Ganze ablaufen, ist dabei auch interessant, inwieweit hilft mir das in der eigentlichen Konstruktion, in der technischen Gebäudeausrüstung, wie kann ich in Wandstrukturen Leitungen einlegen und Vergleichbares machen. Hier sieht man auch ein Beispiel von so einer Wand, die sie erzeugt haben, als Beispiel eben mit Beleuchtung da drin. Natürlich könnte man jetzt auch noch auf der Wandoberfläche selber dann Löcher erzeugen. Noch weiter gedacht hat das der Professor Dr. Koshnevis von der University of Southern California in Los Angeles. Der hat das Konzept von Contour Crafting, also einer großen Baumaschine, die on-site auf der Baustelle ein vollständiges Haus produziert, bereits in einem Paper 1998 vorgestellt. In einem weiteren Paper 2004 hat er sehr, sehr umfangreiche Konzepte vorgestellt zum vollautomatischen Bauen, was man nochmal abheben muss von dem rein generativen Fertigen. Also sein Konzept geht über das Austragen von Wandstrukturen hinaus. Er hat da auch Konzepte vorgestellt des automatischen Fliesenlegens, des Aufbringens von Fertigbetonteilen, beispielsweise Deckenelemente, die eben dann in so einer Drucktechnologie nicht gut umsetzbar sind, die dann als Fertigbetonteile eingebracht werden würden oder anders geartet. Das Einbringen von Kanälen und Rohrleitungssystemen, die dann auch schon optimiert sind fürs automatisierte Bauen. Vieles davon sind Konzepte, unter anderem auch das auf dem Mond zu drucken mit dieser Technologie. Aber die Ergebnisse, die er in der Oberfläche erreicht und auch die grundsätzlichen Überlegungen, die er angestellt hat, die sind schon sehr weit vorangeschritten. Hier sieht man einen Prototyp eines solchen Geräts in Arbeit. Auf dem ersten Bild hat man das Ganze im Clay gesehen, also im Ton, in einer Keramik, wo bereits ein Gletschspachtel mitgeführt wurde, so auch einzigartig, zumindest nach meiner Recherche. Und hierbei ist das interessant, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gesagt, Mensch, das ist ganz schön raffiniert. Er macht die Innenseite, Außenseite der Wand mit zwei Düsen in einem Druckprozess und hat danach dann eine oszillierende Bewegung, die die Stützstruktur erstellt. Ich habe weniger Materialeinsatz. Es ist nicht so, dass man das nicht auch über Porenbeton oder schäumende Werkstoffe oder so vielleicht in ähnlicher Form erreichen könnte, aber ich habe hier nochmal einen anderen Gestaltungsspielraum. Ist meine Auffassung. Insbesondere interessant wird es natürlich dann, wenn ich kombinatorisch damit arbeite. Es gibt da auch einen Ansatz, ich glaube aus Stuttgart, des Gradientenbetons, wo der Beton über seinen Strukturverlauf selektiv in der Dichte variiert wird. Da ist man aber meines Wissens nach so weit, dass die gerade einen Ansatz haben, das fertigungstechnisch zu lösen und haben es nicht über 3D-Druck gelöst. Aber vielleicht lässt sich sowas ja auch kombinieren. Naja, man schafft aber auch im Hobby so einiges Beachtliches. Das kommt aus einer Garage von dem Herrn Andrei Rudenko aus den USA. Der hat sich da auf RepRep-Basis seinen 3D-Drucker in die Garage gebaut. Die Ansteuerung funktioniert mit Pronterface, mit einer handelsüblichen RepRep-Steuerung. Er hat natürlich dann die Motortreiber entsprechend größer dimensioniert und die Motoren. Und hat sich damit dieses kleine Schlösschen gedruckt. Nicht in Gänze, so groß war die Garage nicht, aber in Einzelteilen, wobei er im Interview gesagt hat, das hat er auch bereut, denn die sind ganz schön schwer. Seine Zukunftsvision ist da dann entsprechende Investoren zu finden, aber am liebsten welche, die nicht so viel reden, das wäre nicht so seins, und dann dabei helfen, das Ganze in eine Produktform zu bringen, dass man das dann auch großformatig einsetzen kann. Beachtlich finde ich hier auch schon die Auflösung, die er erreicht. Über Festigkeiten und so weiter gibt es da natürlich jetzt keine Zahlen. Also mir ist es nicht bekannt, dass da Laborversuche drauf gelaufen sind, was das jetzt eigentlich im Vergleich macht zu anderen konventionellen Bautechniken, die da erreicht werden. Man kann auch schon so einen Drucker kaufen. In Slowenien gibt es eine Firma, die seit Dezember 2014 eine Maschine anbietet. Erstmal nur in der Größenordnung 1 Kubikmeter. Angedacht ist auch eine Maschine von 16x9x2 Meter anzubieten für 32.000 Euro. Die Betonpumpe und den Versand muss man noch dazu rechnen, aber man kriegt schon mal so einen
Ja, Portalgerüst, da wird der ein oder andere Bastler sagen, das kriege ich auch noch so gerade selber hin, aber jeder, der es schon mal gemacht hat, weiß auch, wie viel Arbeitszeit da drin steckt. Und wenn ich dann eben schon die passenden Antriebe und die Steuerung bekomme, ist das eigentlich ein ganz guter Preis. Die haben ihr Material, was sie selber einsetzen, das ist natürlich jedem Bastler, der sich so ein Gerät anschafft oder auch jedem gewerblich Betreibenden, dann freigestellt, selber mit dem Material zu experimentieren. Da haben die das Problem, dass sie nach 25 Zentimetern erstmal 4 bis 5 Stunden trocknen lassen müssen. Sonst fällt die Schicht darunter zusammen unter der Last von dem, was dann oben aufgebaut wird. Da wiederum sind findige Tüftler und Unternehmer aus China deutlich weiter. Das ist eines der bekanntesten Dinge, die so durch die Presse gegangen sind. Die Firma Yingchuang in China, mittelständischer Betrieb, 200 Mitarbeiter, hat angefangen 2002 mit Gipskartonplatten, hat dann angefangen, Gips zu drucken und damit Thekenstrukturen und so weiter zu machen. Seit 2006 haben sie sich mit Betonextrusion auseinandergesetzt. 2080 eine kleine Firmenmauer gedruckt und 2014 eben diese 10 Häuser. Also auch hier sieht man natürlich noch einige Fehler, aber das ist schon eine sehr eindrucksvolle Demonstration des Prototypischen. Der Drucker selber hat eine Dimension von 40 Meter mal 10 mal 6 Meter, also schon ein größeres Gerät. Allerdings druckt er auch nicht in dieser Größenordnung am Stück, sondern man hat sich auf das konzentriert, ganz pragmatischer Ansatz, was gerade technisch gut möglich ist, und zwar Betonfertigteile in sehr individueller Gestalt. Mit Verschalungsrobotern etc. erreicht man auch schon einiges, aber das ist durchaus, wie ich finde, eine diskutable Technologie, über die man sich dann Gedanken machen kann. Mittlerweile sind sie sogar noch weitergegangen, haben relativ kurz, nachdem sie diese 10 Häuser dann auch in der Presse häufig präsent hatten, nachgelegt. Dieses 5-stöckige Apartmenthaus hier und diese 1100 Quadratmeter große Villa, also Wohnfläche, sind auch vorwiegend mit Betonfertigteilen produziert worden auf diesem 3D-Drucker. Allerdings auch immer noch in Kombination mit konventioneller Bautechnik. Was natürlich auch im Interesse des Unternehmens steht, denn diese netten Wandpaneele und solche Säulen bieten die sowieso in ihrem Produktportfolio schon länger an und konnten so auch die Kombination dann gut deutlich machen. Aber der wesentliche Teil der Wandstrukturen ist dann auch Betonfertigteil. Zumindest laut den Bildern, die in der Presse grassierten. Angeblich hat Ägypten 20.000 eingeschossige Häuser vorbestellt. Also das könnte auch ein sehr veritables Geschäftsmodell werden. Sehr interessant ist auch der Recyclingansatz dabei. Das Material, was eingesetzt wird, der Betonwerkstoff, besteht laut Angabe der Firma wiederum zu 50% aus recyceltem Beton, also Bauschutt. Natürlich dann auch relativ sortenreiner Bauschutt, aber insofern auch ein spannender ökologischer Ansatz. Ein Verfahren, was mir nochmal gestalterisch eine andere Freiheit bietet, man kennt es von C-Corp-Geräten oder auch vom, also es ist ein Pulverbindersystem, D-Shape, ging ebenfalls gut durch die Presse, auch in dem Kontext mit Mondstaubdrucken. Die NASA hat zwischenzeitlich das Projekt von Enrico Dini finanziert auch mitunter. Der hat einen Drucker selber konstruiert aus so Veranstaltungstrassgerüst, wie man gerade gesehen hat. Wenn er das voll aufbaut, sind es 6 mal 3 mal 3 Meter, die er damit verdrucken kann. Er bringt diese Schichten des Granulats noch manuell aus. 300 schwenkbare Düsen bringen dann den Binder aus und erreicht damit wohl die Festigkeit von künstlichem Sandstein. Hat damit wohl auch eine Ausschreibung der Stadt New York zur Restauration von Pierstählen gewonnen und war 20-30% günstiger als in der konventionellen Bautechnik, diese Pierstählen, verrottete Holzstählen oder verrostete Stahlstählen zu ummanteln mit dann passgenau nach 3D-Scan, 3D-gedruckten Ummantelung, Umhausung. Der Arbeitsaufwand war geringer. Das, was er vorher unter anderem damit umgesetzt hat, war dieses künstliche Korallenriff unter anderem. Und es soll auch im Staat New York ein Haus umgesetzt werden. Allerdings sind da seit Februar keine neuen Infos durch die Presse gegangen, obwohl er obwohl angekündigt war, dass im Januar dieser Drucker da dann hinkommen sollte. Ein anderes Architekturbüro, Imagine Objects aus Oakland, California, hat sich auch mit der Technologie auseinandergesetzt, hat hier vor allen Dingen bei dieser Fallstudie für einen Immobilienentwickler in Beijing Strukturen, die eigentlichen gestaltgebenden Strukturen entwickelt, dafür selber Tests gemacht mit C-Corp und Voxeljet-Druckern mit verdruckbarem Salz und faserbewährtem Zement, was sie dann auf den Druckern verarbeitet haben,
und haben dann solche Kacheln eben umgesetzt, die sie dann in unterschiedlichen Projekten jetzt auch weiter einsetzen. Aber das waren dann eben die Prototypen für die Fallstudie. Also das ist auch dann wäre heute schon denkbar. Über Statik und so weiter muss man natürlich im Einzelfall reden. Aus Deutschland, Österreich gibt es dieses Projekt vom Architekten Peter Ebner aus Österreich zusammen mit dem 3M Future Labs und Voxeljet. Auf dem größten Voxeljet-Drucker ist dieses Haus entstanden, dieses Häuschen. Wiegt dann hinterher so 3,4 Tonnen, ist sehr kompakt. Und die Druckkosten hat Voxeljet mittlerweile von der Firmenwebsite entfernt, aber ich habe die noch in Erinnerung mit ungefähr 60.000 pro Hälfte. Also ich meine, das stand mal so auf der Website. Also so 130.000 müsste man dann kalkulieren. So würde sich das dann in ein Stadtbild einfügen in der Vorstellung des Architekten. Und was man aber jetzt mal unabhängig davon, ganze Häuser zu erzeugen, gehen wir mal davon wieder weg und in einen anderen Aspekt auch machen kann, ist im Bereich der Fassadentechnik reaktive Fassaden beispielsweise machen. Da gibt es ein sehr schönes Projekt Advanced Hygroskin von der Hochschule in Stuttgart, Institute for Computational Design. Und die haben das Ziel gehabt, metrosensitive Fassadenelemente zu erzeugen. Heißt, wenn feucht schließt, wenn trocken öffnet. Hat man zunächst mit Holzfurnieren gemacht, die unterschiedlich auf Feuchte reagieren, hat dann aber festgestellt, na, wenn wir das anders reaktive Material selektiv in bestimmten Mustern mit dem 3D-Druck applizieren, was im Kern jetzt, so wie es hier in der Struktur zu sehen ist, vorrangig zweidimensional zwar ist, aber eben sehr gut mit einem konventionellen 3D-Drucker dosiert werden kann, dann kann ich eben unterschiedliche Reaktionen des Materials einstellen darüber, dass ich eben dieses Muster so computergesteuert entsprechend austrage. Fällt auch noch mindestens in Teilen in die generative Fertigung, wird zumindest damit gerade so realisiert. Will heißen, anderes Muster, andere Durchbiegung bei gleicher Änderung der Luftfeuchte bzw. Niederschlag. Das waren soweit die Anwendungsbeispiele, die ich jetzt in der Kürze der Zeit zusammengetragen habe. Da gab es auch noch weitere. Ich habe da auch noch eine Vergleichstabelle. Wer daran Interesse hat, der kann sich gerne an mich wenden. Da habe ich die ganzen Sachen mal einmal zusammengetragen, auch mit so ein paar Daten entsprechend dazu. Meine Einschätzung dazu zusammenfassend ist, es gibt da noch unglaublich viel Potenzial. Also wir reden von einer Anwendung, die im Häuserbereich prototypisch existiert. Gesehen hat man sie in Deutschland jetzt auch noch nicht. Auf einer Messe demonstriert wurde sie auch nicht, auf einer Hausmesse des Unternehmens bislang. Ein mittelständischer Betrieb, der das aus eigener Kraft, eigener Entwicklungsleistung gestemmt hat. Es gibt noch sehr, sehr viel an Arbeit zu tun, bis das Ganze zuverlässig zum Einsatz gebracht werden kann, insbesondere im Materialbereich, aber auch in der Kombination unterschiedlicher Technologien. Eine Software, die automatisch interne Bauteilstrukturen erzeugt, ist dabei auch hochspannend, insbesondere anhand beispielsweise von FEM-Analysen, von Belastungsanalysen, die ich am Bauteil mache. Hochinteressant, insofern mit Sicherheit ein Technologiegebiet, in das man auch jetzt durchaus einsteigen kann. Und ich hoffe, dass das den einen oder anderen auch inspiriert hat, sich in dem Feld dann umtriebig zu zeigen. Vielleicht darf ich dann ja in 5 Jahren nochmal den Vortrag halten und eine Retrospektive machen und kann dann jemanden aus dem Teilnehmerkreis hier vorne mit zeigen. Vielen Dank.